Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Drei kluge Köpfe. Sie finden, in der CDU gäbe es nur Angela Merkel und dann lange niemanden mehr? Naja, schauen wir mal genau hin. Wir haben heute eine Politikerin zu Gast, die schneidet bei Vorstandswahlen immer genauso gut ab wie die Bundeskanzlerin. Sie ist stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Sie kommt aus dem schönen Nachbarland Rheinland-Pfalz. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Julia Klöckner. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Danke. Frau Klöckner, warum Sie im Moment Ihr Handy? Ein Handy habe ich im Auto. Wir fragen deshalb, weil Sie in Ihrer Fraktion auf Handydisziplin pochen. Wenn man jemand das Telefon läutet, dann muss der 5 € zahlen. In die Fleischwurstkasse. In die Fleischwurstkasse. Ja. Dann essen Sie gemeinsam Fleischwurst. Ja, ich selbst habe auch schon einige Buffets mitfinanziert. Also wenn das Handy klingelt und man hört es, dann gibt es eine Strichliste. Das macht mein parlamentarischer Geschäftsführer. Wir haben uns selbst gemeinsam diese Disziplinierungsmaßnahme gegeben und dann kann man sich auch freuen nachher. Wie lange braucht man, bis die Handykasse voll ist? Ach, das ist saisonabhängig und gedankenabhängig. Vom politischen Geschehen auch. Ja, sicherlich auch. Und Fleischwurst ist in Mainz wahrscheinlich unvermeidlich. Ja, ganz klar. Also Mainz ist Fleischwurst und der Vegetarieranteil bei uns in der CDU-Fraktion ist wirklich sehr übersichtlich. Apropos Handy, wir vermuten, Sie haben auch die Handynummer der Bundeskanzlerin und nutzen sie rege? Ja, die Handynummer habe ich und sie hat auch die meine. Und so ganz so rege nutze ich die Nummer nicht, weil ich sie ja alle 14 Tage sehe. Mhm. Angela Merkel bei uns im Bundespräsidium und ansonsten per SMS, dann geht das immer relativ flott. Sie ist sehr kommunikationsstark. Ja, wie sprechen Sie die Bundeskanzlerin an? Sagen Sie Frau Bundeskanzlerin, sind Sie per Du? Ich spreche sie Angela an. Und Du. Frau Klöckner, wir kommen an der Frauenfrage nicht ganz vorbei. Deswegen, bei zwei Herren hier. Deswegen beginnen wir gleich damit. Sie wurden in einer Männerrunde einmal vorgestellt als junge und charmante Julia. Sie haben damals geantwortet, Abitur und Führerschein hätte ich auch noch anzubieten. Ja. Müssen Frauen in der Politik sich solche Sprüche immer noch anhören und müssen sie sie ertragen? Ja, also es ist ja nicht an der Tagesordnung, dass man so etwas hört. Und manchmal erlebt man es, es hat dann auch hohen Unterhaltungswert, muss ich auch sagen. Aber Männer sind ja nicht alle gleich und Frauen auch nicht alle gleich. Aber ich irritiere dann auch ganz gerne, indem ich noch eins es konterkariere oder noch dazu setze. Herr Beck, der ehemalige Ministerpräsident, hatte mich mal so begrüßt, also er würde mit mir umgehen wie mit einem Mann. Und da habe ich dann erwidert, naja, ich hätte jetzt nicht vor, mit ihm wie eine Frau umzugehen, dass er eine wäre. Und da merkt man dann, dass so gewisse Stereotypen, vielleicht sind sie ja gar nicht böse gemeint, aber man kann ja manchmal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Wie stehen Sie persönlich zur Frauenquote? Ist die Frage, welche Quote? Es gibt ja verschiedenste Debatten über Quoten. Ich halte gesetzliche Quoten über alle Branchen, die ganz starr und streng sind, für nicht sehr praktikabel. Ich halte aber Quoren und auch Flexiquoten für absolut notwendig, als Krücke hin zur Normalität zu kommen. Auch weil Sie eigene Erfahrungen gemacht haben? Ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht. Ich selbst wäre heute nicht in der Politik, wenn es nicht das Frauenquorum gäbe oder gegeben hätte auch. Und es gilt ja immer noch bei uns in der CDU, dass jeder dritte Listenplatz mit einer Frau besetzt sein sollte. Und mein Wahlkreis, Bad Kreuznach, Birkenfeld damals als Bundestagswahlkreis, der hatte lange keine Abgeordnete oder einen Abgeordneten mehr nach Berlin gesandt, weil es ein SPD-Wahlkreis war. Und es war nur der Listenplatz 6 frei. Und wenn dieser Wahlkreis eine Frau vorschlagen würde, dann wäre man wieder im Deutschen Bundestag über die Liste. Und da haben erst mal die Herren geschaut, naja, dann gucken wir schlichtweg mal. Und dann wurde ich gefragt und ich habe damals nie dran gedacht, in die Politik zu gehen. Und so kam ich in die Politik, konnte dann im Verlauf der Jahre den Wahlkreis auch direkt gewinnen. Und es geht schlichtweg darum, einfach vielleicht auch auf Frauen zu stoßen, die sonst nicht ins Blickfeld gerückt werden. Wenn Sie nicht in die Politik gegangen wären, wären Sie heute Kollegin, denn Sie haben ein journalistisches Volontariat absolviert, haben beim Südwestrundfunk, beim Fernsehen gearbeitet, waren Chefredakteurin einer Weinzeitschrift. Hat es Ihnen nicht gefallen im Journalismus? Ach doch, das war schon wunderbar. Vor allen Dingen auch als Journalistin, die über Weinbau, Weinbaupolitik und vieles geschrieben hat. Und ich war auch weltweit unterwegs. Das hat schon Freude gemacht. Aber dann kam eben diese Anfrage und auch der Reiz nach einer gewissen Zeit im Journalismus. Das ist ja dann auch eine Grundsatzentscheidung, ob man wechselt, dann in die Politik zu gehen. Als Bundestagsabgeordnete habe ich dann 9 Jahre gearbeitet und als parlamentarische Staatssekretärin. Diese Chancen, auch in einem anderen Bereich tätig zu sein und dieser Reiz, der war schon da. Und dann habe ich es einfach probiert und so kam es dann.
Sprechen wir über Politik und über ein Thema, das in Frankfurt viele beschäftigt. Die Frankfurter CDU hat auf dem letzten Parteitag ein Verbot, ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung von Frauen in der Öffentlichkeit gefordert. Sie haben diesen Antrag, diesen Vorschlag unterstützt. Warum? Rein auch aus Frauensicht heraus. Denn wenn man das zu Ende denkt, woher kommt denn die Überlegung, dass Frauen, also nur Frauen, und deshalb ist es nicht kulturell bedingt, denn Männer verschleiern sich ja nicht, dass Frauen sich aufgrund ihres Geschlechts in der Öffentlichkeit verschleiern sollen. Das bestimmen Männer, fundamentalistisch geprägte Männer, aus dem Grund heraus, weil sie meinen, dass der Anblick des Haares, des Gesichtes einer Frau zu einer öffentlichen Aufregung oder Erregung führen würde. Dann ist aber nicht die Frau das Problem, sondern der Mann ist das Problem und er sollte in unserer offenen Gesellschaft dann nicht unser Problem sein. Und es hat was mit Gleichberechtigung von Frauen zu tun und in einer offenen Gesellschaft muss und will man sich offen ins Gesicht schauen. Einmal betrifft es die Frauen, aber zum anderen auch die Umwelt, dass man auf Augenhöhe ist. Und insofern würde ich ganz klar dafür plädieren und tue es auch. Die Vollverschleierung von Frauen und die Diskriminierung dadurch von Frauen, die Abschottung von Frauen, nicht als kulturelle Vielfalt irgendwie abzutun. Aber nur ist ja ein Verbot systematisch nicht ganz ohne. Also klar, die Vollverschleierung ist uns kulturell fremd, aber ein Verbot ist schon ein starker staatlicher Eingriff in Lebensweisen. Und ein solcher Eingriff müsste eigentlich gerechtfertigt sein, dadurch, dass ein anderes Grundrecht sehr stark beeinträchtigt wird. Welches sollte das sein? Die öffentliche Ordnung wird schwierig zu begründen. In Frankfurt gibt es wahrscheinlich 30 bis 40 Burka-Trägerinnen. Ich vermute, in Bad Kreuznach sind es noch weniger. Niqab-Trägerinnen sehen Sie. Das heißt, dass Sie nur den Augenschlitz, Burka sieht man weniger, aber Niqab-Trägerinnen und zunehmend auch. Aber es geht gar nicht um die Quantität, sondern um die Qualität eines Frauenbildes. Und aus diesem Grunde heraus stellt sich ja die Frage, welchen Wert und Bedeutung hat denn die Gleichberechtigung von Mann und Frau, welche wir in unserem Grundgesetz verankert haben. Und es gibt ganz klar auch übrigens ein Vermummungsverbot. Und Sie dürfen auch nicht mit dem Motorradhelm auf die Sparkasse gehen, sich Ihr Geld abholen oder an der Tankstelle bezahlen. Also da könnte man auch sagen, es ist Eingriff in mein Grundrecht der Selbstbestimmung. Der Europäische Gerichtshof wurde angerufen aus Frankreich heraus, weil es dort ein Verbot gibt. Und der Gerichtshof hat eines ganz deutlich gemacht, dass eine Burka oder eine Vollverschleierung ein Hindernis zwischen der Trägerin und der Umwelt ist. Und es gibt ein paar Spielregeln in unserem Land. Und diese Spielregeln heißen, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und die Vollverschleierung kommt ja aus einer fundamentalistischen Sichtweise, wo der Mann entscheidet, Bruder, Vater, Sohn, entscheidet, ob die Frau überhaupt das Haus verlassen darf. Und das kann man nicht als Vielfalt letztlich abtun. Und die Frage ist, wessen Selbstbestimmung das dann letztlich auch ist. Frau Klöckner, hat der Umstand, dass wir seit vielen Jahren von einer Bundeskanzlerin regiert werden, hat der eigentlich was geändert im Männer-Frauen-Verhältnis, in der Möglichkeit, von Frauen an Macht zu kommen? Ja, ich glaube, es hat was geändert daran, dass man Dinge denkt, die nicht mehr ungewöhnlich sind. Also die man nicht mehr als bemerkenswert betrachtet. Ich weiß noch, ganz am Anfang der Kanzlerschaft von Angela Merkel wurde darüber geredet, was ist das, eine Frau als Kanzlerin, was macht das mit uns und geht das eigentlich? Da hat man über die Konstellation ihres Mannes als First Man, Husband und sonst was nachgedacht. Diese Gedanken hat man oder diese Fragestellungen sind einfach nicht mehr da, weil man sich dran gewöhnt hat, weil es Normalität ist und sie ihren Job, ihren Beruf, ihre Berufung auch richtig gut macht. Wir reden eher darüber, naja, ist Deutschland so weit, zwei Frauen an der Spitze zu haben, dann noch eine Bundespräsidentin. Und wenn wir das mal gehabt haben, dann redet man auch nicht mehr drüber. Also insofern glaube ich, dass Angela Merkel für die Stellung der Frauen, für die Bedeutung der Frau in Führungspositionen in der Politik mehr geleistet hat als manches SPD-Papier, das dann in irgendeiner Schublade verschwunden ist. Also das Tun ist das Wichtige und nicht nur das Drüberreden. Die CDU gewinnt Wahlen, weil Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Aber in den Großstädten hat die CDU lange Zeit keine Chance mehr gehabt. Wir müssen hier nur in unser näheres Umfeld schauen. Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, wird SPD, Darmstadt von Grünen.
Was ist da für ein Defizit? Was fehlt der CDU? Ich nenne jetzt mal, Ludwigshafen wird von einer Frau regiert, die der CDU entstammt und CDU-Mitglied ist. Bei mir im Landesvorstand ist Eva Lohse. Bingen ist jetzt keine Großstadt, aber weil es um städtische Wahlen geht, wird auch von einem CDU-Oberbürgermeister regiert. Kluge, ja? Und Wahlen werden ja nicht nur in Städten geführt. Ich kann jetzt mal in Rheinland-Pfalz bei uns schauen. Wir hatten die Kommunalwahl, da sind wir mit Abstand die stärkste Kraft. Insofern ist schon ein Unterschied zu betrachten in den Großstädten, in der Tat. Aber Wahlen werden ganz breit in den Kommunen von der CDU gewonnen. Sie sind, Frau Klöckner, eine der fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Ich nenne mal die anderen. Das sind Armin Laschet, Volker Bouffier, Ursula von der Leyen und Thomas Strobel. Und schon diese Aufzählung macht klar, dass die CDU personelle Defizite hat. Na, Sie sind mir aber freundlich. Wenn Sie es gerne. Wenn Sie es vergleichen. Naja, wenn ich die Herausgeberschaft der FAZ anschaue, wird es jetzt nicht viel schillernder. Egal. Wir reden jetzt ja nicht von Geschlechtern, wir reden jetzt von der Qualität der Handelnden. Und die war doch in CDU, in früheren CDU-Zeiten doch deutlich besser, oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, was Ihr Maßstab der Qualitäten sind. Also Sie haben mich jetzt heute eingeladen, wahrscheinlich haben Sie sich was dabei gedacht. Und Ursula von der Leyen, dass das eine Führungsperson ist, dass sie Qualitäten hat. Also das ist ja, denke ich, unbestritten. Armin Laschet war der erste Demografie- und Integrationsminister deutschlandweit in seinem Bundesland. Er ist Landes- und Fraktionsvorsitzender und er zeigt ja in seiner Arbeit, dass Frau Kraft als Ministerpräsidentin ins Straucheln kommt. Und dann haben wir den Ministerpräsidenten des Bundeslandes. Das wollen wir natürlich nicht sagen. Ja, aber ich meine, Sie haben eben ein pauschales Urteil getroffen und das möchte ich Ihnen jetzt differenziert widerlegen. Und dann haben wir noch Thomas Strobel, der Fachmann im Bereich der inneren Sicherheit ist. Vielleicht haben Sie ein Standbild, Bundesvize der CDU sein sollen. Das würde mich dann interessieren, wen Sie denn gerne hätten. Naja, ich denke vor allem zurück an frühere Zeiten. Früher war alles besser, ich weiß, aber ich schaue in die Roland Zukunft. Roland Koch zum Beispiel noch, Ministerpräsident Roland Koch. Aber dafür ist jetzt Volker Bouffier als Ministerpräsident da, der ja auch etwas Zukunftsweisendes geschafft hat. Nämlich mit den Grünen eine Koalition zu bilden, was ihm kaum jemand zugetraut hat. Insofern, glaube ich, sind frühere Zeiten das, was die FAZ sicherlich auch immer beleuchtet. Aber wenn man in die Zukunft schaut, glaube ich, ist man mit dem Blick in die Vergangenheit aber dann erst zukunftsfähig, wenn man sich auf Neues einlässt. Dann schauen wir mal in die Zukunft, Frau Klöckner. Die CDU möchte bunter, weiblicher, jünger werden. Nun lehrt die Erfahrung, dass die Loyalität von Wählern abnimmt, wenn der Markenkern sozusagen unklar wird. Ist die CDU nicht genau auf dem Weg dahin? Ach, na ja, stabil über 40% zu sein, sieht jetzt nicht so aus, dass wir uns kurz vor der Auflösung befinden. Und wenn Angela Merkel mal weg ist? Nicht mehr. Wenn Angela Merkel mal keine Bundeskanzlerin sein wird, was in weiter Zukunft liegt, denn wir sind ja mitten in der Angela Merkel-Zeit auch drin, dann wird es sicherlich eine neue Herausforderung geben. Klar ist sie eine sehr, sehr starke Prägung. Ja. Aber der Unterbau, auch unsere Mitgliederschaft, ich kann es jetzt mal für die CDU Rheinland-Pfalz sagen, wir hatten jetzt 1500 neue Eintritte, der ist schon sehr, sehr stark bei uns. Und es ist immer schwierig, jemanden in einer Position zu vergleichen mit anderen Personen, die ja noch gar nicht zeigen konnten, was sie können. Das ist Angela Merkel zu Beginn ihrer Kanzlerschaft, wurde anders gesehen als jetzt, nachdem sie so erfolgreich auch ist. Und es wird immer, denke ich, Auf und Abs auch von Parteien geben. Aber die CDU ist die einzig verbliebene Volkspartei, wenn wir uns anschauen, wie breit wir aufgestellt sind. Und Parteien, die so bleiben, wie sie schon immer waren, machen sich überflüssig, weil die Gesellschaft nicht so bleibt, wie sie immer war. Und das gilt übrigens auch für die Medien. Man reagiert ja auch auf ein verändertes Leser- und auch Zuschauerverhalten. Und wenn wir uns nicht verändern würden, wenn wir nicht an der Spitze der Bewegung stehen würden, aber Wert darauf legen, dass das, was für übertragungswert gilt, das heißt wertkonservativ, aber nicht strukturkonservativ zu sein, ich glaube, dann wären wir nicht so erfolgreich. Also ich sehe mit Zuversicht in die Zukunft. Nun nennen das andere, was Sie breite Aufstellung nennen einen Linksruck der CDU. Der Preis dafür ist, dass die AfD entstanden ist, nach klassischen Kriterien dann am rechten Rand oder rechts von der CDU. Ist da Terrain preisgegeben worden? Es ist immer interessant, wer so etwas sagt, Linksruck. Das sind häufig auch Personen, die früher gar nichts dagegen hatten als Helmut Kohl, auch einen Linksruck
gemacht hat in Augen derer, die schon längst nicht mehr leben. Ich glaube, jede Zeit verspürt ihren Linksruck oder fühlt sich etwas abgehängt. Helmut Kohl zum Beispiel hat damals in Rheinland-Pfalz die Konfessionsschulen abgeschafft. Das sah aus wie Untergang des Abendlandes. Aber heute würde keiner sagen, dass Helmut Kohl für den linken Flügel der CDU stünde. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, der Sichtweise. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel in der Frage zum Beispiel der Kernenergie. Während die einen gesagt haben, es sei konservativ und Kernklientel, wenn die Kernenergie aufrechterhalten würde. Und die anderen bei uns haben gesagt, ist es eigentlich konservativ, wenn wir auf die Bewahrung der Schöpfung achten und nämlich schneller in die regenerativen Energien kommen. Also insofern, diese Debatte wird immer geführt, ist auch gut so. Und was die AfD anbelangt, die AfD hat ja ein sehr doch mitunter inhomogenes Programm, wenn wir den Blick auf den Euro werfen, Nord- und Südeuro, wenn wir uns anschauen, auch welche antisemitischen Strömungen es gibt in Einzelgliederungen der AfD, das ist schon bemerkenswert. Insofern, dass es da eine Abgrenzung unsererseits gibt, ja. Aber auf der anderen Seite hat es die Linke gegeben, die sich etabliert hat. Ich weiß nicht, ob die AfD sich etablieren wird. Die Piraten sind jetzt fast auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Schließen Sie Koalitionen mit der AfD grundsätzlich aus? Die AfD, so wie ich sie kenne, wird ja nicht mehr die AfD sein, wenn sie sich von ihren Hauptbotschaften verabschiedet. Und die Hauptbotschaften, die die AfD hat, die sind für mich nicht koalitionsfähig mit uns. Und umgekehrt auch nicht. Also ich werde keine Koalition mit der AfD in Mainz eingehen. Auch notfalls für den Preis, dann nicht in die Regierung zu kommen. Ja, das muss immer möglich sein, dass man deutlich macht, dass man nicht um jeden Preis an die Macht will. Aber kurz zur Konstellation bei uns in Rheinland-Pfalz. Wir sind drei Fraktionen im Landtag und sobald eine vierte reinkäme, sei es die AfD oder die Linken, würde es überhaupt keine Mehrheit mehr für Rot-Grün geben. Und dann würde sowieso eine Koalition an uns nicht vorbeigehen nach den jetzigen Umfragewerten. Und dann wäre eben die Frage, wenn wir nicht absolute Mehrheit hätten, entweder mit Rot oder mit Grün dann zu koalieren. Es ist weniger die Frage nach der AfD. Sie haben eine Partei jetzt nicht genannt, die reinkommen könnte, die FDP. Die FDP zum Beispiel. Jetzt aktuelle Umfragen sieht ein bisschen schwierig aus, aber ich denke dennoch, Totgesagte leben länger. Die Wahl ist im März des kommenden Jahres. 13. März wird es wohl sein. Und kann noch viel passieren. Da kann noch einiges passieren, sicherlich. Frau Klöckner, wie stehen Sie zu Pegida? Sagen Sie, das sind Leute, die irgendetwas drückt, mit denen muss man reden? Oder sagen Sie, das sind Rassisten, mit denen ich überhaupt erst nicht zu sprechen beginne? Pegida hat alles. Und insofern kann ich auch nicht pauschal darauf antworten. Anführer von Pegida, die sich auch pointiert äußern, haben rechtsextreme Standpunkte, rassistische Standpunkte. Und die werden nicht zu überzeugen sein, so habe ich den Eindruck. Und ich muss sagen, mein Terminkalender ist jetzt nicht so frei, dass ich mir einen Wunsch offen habe und sage, ich möchte mit diesen Leuten reden. Würde ich auch nicht tun, selbst wenn der Terminkalender frei wäre. Aber ich halte es für falsch, alle, die dort mitlaufen, für rechtsextrem und auch für rassistisch zu halten und auch abzustempeln. Dennoch muss sich jeder fragen, wem er da hinterherläuft. Und welches Zeichen man da setzt, dass es Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt. Es laufen zum Beispiel Leute mit, die sind für die Abschaffung des Kammerbeitrages, der Zwangsmitgliedschaft. Laufen Leute mit, die sind frustriert, dass unser Rechtssystem ihnen nicht Recht gegeben hat. Und erwarten jetzt, dass es einen Ruck gibt, so nach der Art eines Fürsten, eines Landesfürsten, der sagt, nee, du bekommst aber Recht gegen die Justiz. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein großer Eintopf von vielen. Wenn in Frankfurt 70 Leute von der Pegida demonstrieren und 500 Gegendemonstranten kommen, sagen Sie, ist doch Quatsch, dass Sie sich die Mühe machen, oder sagen Sie, ich freue mich, dass es 500 Gegendemonstranten gibt? Also erstmal freue ich mich, dass wir ein Land sind, in dem die Demonstrationsfreiheit, die Meinungsfreiheit einen ganz hohen Stellenwert hat. Und erstmal gilt die Demonstrationsfreiheit für alle. Und es gibt klare Regeln, was Ausschreitungen anbelangt, und das ist auch deutlich und klar. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich über eine Auseinandersetzung und ich freue mich auch über Zeichen, die gesetzt werden. Aber wir sollten uns auch nichts vormachen, dass anhand einer Anzahl derer, die auf die Straße gehen, abzulesen ist, wie zufrieden oder unzufrieden ein Land ist. Es gibt auch ganz viele, die demonstrieren nicht, aber machen dann ihr Kreuz entsprechend und alle sind plötzlich überrascht. Also das ist ein Teil der Äußerung, aber nicht der ganze.
Frau Klöckner, wir haben schon andeutungsweise gesprochen darüber, dass im nächsten Jahr Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist. Sie treten an gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD. Eine Frau, die nach meinem Eindruck doch auf breite Sympathie stößt in der Bevölkerung. Mal auf Ihre Wahlkampfstrategie geschaut. Macht es für Sie einen Unterschied? Insofern kommen wir wieder zu dem Thema, gegen eine Frau anzutreten. Oder wären Sie lieber gegen Kurt Beck angetreten, den Sie doch ziemlich erfolgreich gepiesackt haben? Ach, diese Frage hat sich ja gar nicht mehr gestellt, ob Herr Beck wieder antritt. Es war klar, dass er nicht mehr antritt. Und insofern, das vergangene Mal, als ich gegen ihn antrat, hat jeder gesagt, einen schlimmeren Gegner kann es ja gar nicht geben, der so viele Jahre im Amt war. Und am Ende hat nur 0,5%, haben nur 8.000 Stimmen gefehlt. Und es wird in der Tat so sein, dass erstmalig jetzt auch zwei Frauen gegeneinander antreten bei einem Landtagswahlkampf. Hat es noch nie gegeben. Wird es wohl in Saarland danach uns geben. Aber nichtsdestotrotz wird das Thema Frauen eher auch ein Thema sein von Medien. Aber uns geht es um Inhalte und es hilft auch nichts, wenn die kommende Generation sagt, es wird der kommenden Generation nicht geholfen sein. Es war ja immer so schön nett und sympathisch und harmonisch, sondern es wird um Inhalte gehen. Wurden denn die richtigen Entscheidungen getroffen? Rheinland-Pfalz hat eine Rekordverschuldung, Rekordunterrichtsausfall. Sie bekommen ja mit, welche Infrastrukturprobleme es bei uns gibt. Der Landesrechnungshof stellt verheerende Zeugnisse fürs Ministerium, nicht nur das Ministerium, sondern für die Landesregierung aus. Und da geht es um Zukunftschancen. Und die aktuellen Umfragen sind ja sehr erfreulich für uns als CDU, aber gewählt wird dann, wenn es soweit ist. Und dann kann man nach 18 Uhr sagen, was man daraus macht. Werden das die Schwerpunkte Ihrer Wahlkampfführung sein, die Sie jetzt angedeutet haben, Verschuldung, Schulpolitik? Ach, das kann man ein Jahr vorher noch gar nicht so intensiv sagen. Wir bearbeiten natürlich alle Felder, aber eines ist ganz klar, die Schuldenbremse muss eingehalten werden und solide Finanzen sind die Grundlage für soziale Fairness der Zukunft. Und die Zeiten der Geschenke, die auf Kosten der kommenden Generation gemacht werden, die sind vorbei. Das ist ganz klar. Und das Thema Sicherheit wird eine Rolle spielen, Sicherheit und Verlässlichkeit. Bildungspolitik wird eine Rolle spielen, also das heißt Qualitätssicherung. Und in Rheinland-Pfalz ist es so, dass zwar immer mehr Abitur machen und immer mehr studieren, aber nicht jeder beendet sein Studium. Und wir sehen, dass die berufliche Bildung weniger wert zu sein scheint als die akademische Bildung. Und da hat dann auch ein Bildungssystem versagt. Also das heißt, dass die berufliche Bildung genauso viel wert sein muss wie die akademische und dass wir ein entsprechendes Bildungssystem mit Qualitätsstandards und Qualitätssicherung auch eine Rolle spielen muss. Also kurzum, wir sind gegen die Abschaffung von Noten. Wir sind auch gegen die Abschaffung pädagogischer Instrumente, wie zum Beispiel die Klassenwiederholung oder Schreiben, Lernen nach Gehör. Das mag interessant sein oder auch Lerntheken, aber am Ende, wie das Ergebnis ist, das ist dann doch recht zweifelhaft. Und Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, das keine vergleichbaren zentralen Abschlüsse hat. Und da würden wir schon andere Schwerpunkte legen. Ist mal völkerpsychologisch gefragt, nicht der Rheinland-Pfälzer genetisch ohnehin so auf gemütliche Weise konservativ? Naja, bei genetischen Aussagen bin ich vorsichtig. Geht schief, so etwas. Aber das ist das rheinland-pfälzische Volk und die Rheinland-Pfälzer, die ja doch sehr unterschiedlich dennoch sind. Der Westerwälder, derjenige, der aus der Eifel kommt oder bei uns von der Nahe oder aus Rheinhessen oder aus der Pfalz, sind sehr unterschiedlich. Aber was uns schon vereint, ist so eine gewisse Freundlichkeit, Geselligkeit, Gemütlichkeit. Ich glaube, so einige Demonstrationen und Revolutionen, die in anderen Ländern möglich wären, die gibt es eher selten bei uns. Und dem Kurt Beck hätte man seine Sünden in anderen Bundesländern auch nicht so schnell verziehen wie in Rheinland-Pfalz, oder? Das kann ich mir vorstellen, denn es ist so, dass einer der SPD-Minister zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden ist. Noch nicht rechtskräftig, aber wir merken auch, dass in dieser Landesregierung Minister überlebt haben, die ihre eigenen Schwiegersöhne mit Aufträgen aus dem eigenen Ministerium versorgt haben. Wir haben schon Dinge erlebt, da können Sie Krimis mitschreiben, vom Nürburgring über Flughäfen und vieles andere auch. Insofern ist es so, sagen wir, der Rheinland-Pfälzer regt sich nicht so sehr auf, aber wir merken, dass er merkt, es geht hier an seine Zukunftschancen, weil es doch relativ viel Filz auch nach diesen 25 Jahren SPD-Regierung gibt in dem Land. Frau Klöckner, wie hat eigentlich Ihr politisches Engagement begonnen? Wann haben Sie sich zuerst für Politik interessiert und wie kam es zu dem Entschluss, tätig zu werden? Begonnen? Das ist schwierig zu sagen. Das Interesse an Politik, Gesellschaftspolitik, das ist ja ein Prozess. Und ich komme aus dem Weingut und
es war so ein Bestandteil, dass die Mahlzeiten zusammen immer am Tisch eingenommen wurden. Mein Bruder, und es waren immer Leute da. Und nach wie vor, es sind immer Leute da auf so einem Hof. Und dann diskutiert man. Und als Kind, als Heranwachsender, bekommt man sowas intensiv auch mit. Es ist ein Haushalt, wo auch immer Zeitung gelesen wird. Und klar, konservativ geprägt? Was heißt konservativ geprägt? Also mein Vater ist in keiner Partei. Mhm. Konservativ, ich würde sagen, wertkonservativ geprägt. Wenn Sie aus dem Weingut kommen, wo Sie in Generationen denken, wo Sie eine Rebe pflanzen, die die nächste Generation dann erntet, das ist schon etwas Erhaltendes, Konservatives sicherlich. Und wenn Eigentum verpflichtet, dann sicherlich das, aber durchaus flexibel im Denken. Ich habe einen wunderbaren Religions- und Sozialkundelehrer gehabt. Und beide Lehrer haben mich sehr geprägt im Denken, im Hinterfragen. Und ich habe mich dann auch entschieden, Sozialkunde als Leistungsfach zu nehmen, Leistungskurs. Und da hat es dann richtig begonnen. Dann habe ich auch Politik studiert, Politikwissenschaft. Ich war gesellschaftspolitisch in der Jugendpolitik oder sagen wir in der Jugendarbeit, auch meiner Heimatgemeinde, Kirchengemeinde sehr aktiv. Aber Parteipolitik kam erst mit dem Fragen der Parteifreunde, ob ich nicht für den Bundestag kandidieren wollte. Ach, ich kam so richtig von der Seite als Seiteneinsteigerin rein. Ah ja. So hat es seinen Lauf genommen. Und Sie sind jetzt auf dem Parteitag der CDU im vergangenen Dezember mit einem rumänischen Ergebnis als stellvertretende Parteivorsitzende wiedergewählt worden. Das gleich auf. Ich bin schon fast davor, mich davor zu schämen dafür. Gleich auf mit Angela Merkel und deutlich besser als die anderen vier Stellvertreter. Und bedeutet das in der Rangordnung der Partei auch, dass Sie sowas wie Thronprätendentin sind? Nein. Nein. Also ich glaube, die Sympathien kommen auch daher, weil man sich sehr, sehr für Rheinland-Pfalz wünscht, dass es dort wieder zu einem Wechsel kommt. Ich spüre da eine große Unterstützung von Angela Merkel und von vielen anderen auch. Ich bin ja nur teilweise in der Bundespolitik tätig. Ich habe mich ja bewusst entschieden, damals mein Amt als Staatssekretärin niederzulegen und in die sogenannten Niederungen der Landespolitik zu gehen. Aber es sind keine Niederungen. Das ist sehr, sehr spannend. Man ist nah dran. Und vielleicht rührt das daher und ich habe mich aber zumindest gefreut über das Ergebnis. Wirkt das in der rheinland-pfälzischen CDU noch nach, dass die sich irgendwann mal selbst zerlegt haben? Es wirkt insofern nach, als dass man weiß, wozu es führt, wenn man sich nicht einig ist und wir umso stärker heute und auch jetzt sind. Ich muss mal eben auf die Uhr schauen. Die letzte Frage naht heran. Sie sind eine junge Frau. Ja. Wo sehen Sie? Ja, wird auch älter. Kann man doch nicht anders sagen. Wo sehen Sie sich mit, sagen wir, mit 60 Jahren? Das ist schwer zu sagen. Politik kann man, Karrieren kann man da nicht planen. Aber was ich mir wünsche, ist, dass ich dann seit doch einigen Jahren, nämlich dann seit 2016, Ministerpräsidentin des schönen Bundeslandes Rheinland-Pfalz bin. Und von dort aus ist es nochmal weitergegangen dann? Ich sehe mich jetzt erstmal. So? Nein, ich war ja in Berlin und es ist ja nicht so, dass ich unbedingt nach Berlin muss, weil ich ja ab und zu auch dort bin und schon lange Zeit als Bundestagsabgeordnete dort war. Ihre Frage ist ja, ob ich mich als Kanzlerkandidatin sehe. Nein, ich sehe mich als Kandidatin für die Staatskanzlei bei uns in Rheinland-Pfalz und das ist, glaube ich, aller Arbeit, aller Mühen auch wert. Wenn das nicht ein kerniges Schlusswort war. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.